geht's zu Red Bull Salzburg. Wie schauen da deine Erwartungen zu diesem Spiel aus? Ja, erstens gefallen wir uns natürlich auf das Spiel, weil es immer was Besonderes in der Bullen Arena gegen die beste Mannschaft von Österreich zum Spielen. Wir sind sicher krasse Außenseiter, haben dort nichts zu verlieren. Für mich ein Freispiel und ich erwarte mir einfach einen super Fight von unserer Truppen und dass wir uns so teuer wie möglich dort verkaufen. Gestern sind sie leider gegen den FC Basel ausgeschieden aus der Europa League. Glaubst du, dass das Ausscheiden irgendwelche Auswirkungen auf unser Spiel haben könnte? Es tut sicher weh, also es tut mir auch weh, dass wir das ausgeschieden sind, weil es einfach eine super Leistung gebracht haben und ich glaube schon, dass sie ein bisschen geknickt sind, aber der Trainer Roger Schmidt wird sicher wieder rotieren, da spielen sicher sehr viele andere Spieler, wie es auch in den letzten Runden immer wieder nach den Europacup-Spielen war in der Meisterschaft. Darum erwarte ich eigentlich ganz eine andere Mannschaft, aber ein bisschen was bleibt sicher hängen. Ja, wie schaut es bei uns aus im Training? Läuft alles nach Plan und wie ist der Stand der Verletzten bei uns im Kader? Ja, Stimmung gut, Tempo gut im Training, so würde ich es einmal sagen. Verletzte Spieler, der Marco immer noch, Angela Marco. Schöpfe ist verletzt, Stangl-Steff ist verletzt. Es wird auch sein, dass ich wahrscheinlich ein paar Spieler einmal durchblasen lasse, also dass wir wirklich mal eine Verschnaufpause kriegen. Aber die anderen kriegen auch die Chance und ich glaube, wir sind sehr eng von der Dichte her im Kader. Also dürfen das nicht so viel Rolle spielen und die anderen können sich, die was jetzt nicht so viel gespielt haben, sorgen. Wir haben jetzt englische Wochen und das wird sicher, geht sicher an die Substanz, darum werde ich auch ein bisschen rotieren. Die Niederlage gegen die Admira ist also schon abgehakt, nehme ich an. Ja, hat uns sehr weh da, muss ich sagen. Also hat man gespielt bei der Mannschaft speziell. Wir haben gut gespielt, erste Halbzeit, dann bis 2-0 hinten, eigentlich aus nichts außer. Das hat man dann im Spiel schon gemerkt. Auf das waren wir einfach gar nicht vorbereitet und eingestellt. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet, kannst du dir das einmal erlauben. Wir haben Gott sei Dank eine super Ausgangssituation. Haben uns erspielt im Frühjahr jetzt, dass man einmal so einen Unfall auswärts aber einen direkten Mitkonkurrenten, dass man das einmal erlauben kann. Und wir haben es angehackelt. Und jetzt schauen wir wieder nach vorn. Wir brauchen sowieso noch einige Punkte, dass wir das einmal fixieren. Aber ich bin sehr positiv generell, weil einfach eine sehr gute Stimmung da ist. Ja, du hast das gesagt, vor allem die erste Halbzeit gegen die Admira war wie gewohnt in den letzten Spielen, muss man schon fast sagen, sehr stark. Super System wieder gehabt. Kommt doch, nehme ich an, sehr gut in der Mannschaft an. Hat man zumindest das Gefühl. Ja, ich glaube, man merkt es am Platz, also auch gegen die Admira. Erste Halbzeit sehr spielfreudig, sehr viele Torszenen. Ich glaube, wir haben 11 Mal aufs Tor geschossen, die Admira 3 Mal. Das spricht schon für uns, für die Spieler natürlich auch, dass die es annehmen. Und es macht ihnen einfach Spaß. Natürlich müssen wir uns immer wieder verbessern, weil die Defensivarbeit darf nicht leiden. Wir haben uns ab und zu ein paar Schritte gespart gegen die Admira. Dadurch sind auch die Tore dann entstanden. Aber trotzdem, wir haben Chancen ausgespielt, leider nicht genutzt. Und hinten müssen wir wieder konsequenter werden in der Defensive, generell die ganze Mannschaft. Dann bin ich sehr, sehr optimistisch auch für Red Bull, weil wir werden es auch dort nicht verstecken.